Immer noch schockiert, starrte ich Marco an. Hatte er gerade allen Ernstes gesagt, ich bin in einer Nervenheilanstalt? Andererseits würde das aber erklären, warum ich in einer Zwangssacke aufgewacht bin. Doch ich bin nicht verrückt. Okay, ich kenne meinen eigenen Namen nicht, doch ich bin nicht verrückt. Ich bekam die Situation echt nicht auf die Reihe. Sinnet kam zu mir, legte mir eine Hand auf die Schulter und sagte, ich weiß zwar, dass es gerade ein bisschen viel auf einmal ist, doch bitte beruhige dich. Die Art, wie Sinnet auf mich einredete, beruhigte mich tatsächlich ein wenig. Ich bekam halbwegs meine Fassung wieder und fragte Marco, okay, und wie geht's jetzt weiter? Wir suchen einen Weg heraus, antwortete Marco. Lucille hatte aufgehört, ihr Katana zu schärfen und kam auf Marco zu. Und wie stellst du dir das vor? Fragte sie. Wir sind hier in der Hochsicherheitsabteilung und die lässt sich nur mit Hilfe der Schlüsselkarte eines Arztes öffnen. Und die meisten sind, soweit ich weiß, tot. Marco schaute sie wütend an. Glaubst du, ich hätte das vergessen? Ich lass mir was einfallen. Sinnet legte den Kopf mal wieder schief und sagte, also, wenn wir eine Schlüsselkarte finden, kommen wir hier raus. Aus dieser Abteilung zumindest, antwortete Marco. Worauf warten wir denn noch? Sagte ich. Marco schaute mich wieder gereizt an. Denkst du wirklich, dass wir so mir nichts, dir nichts daraus gehen können? Da draußen sind die Gänge voll mit Leuten, die weitaus übler drauf sind als Sinnet oder Lucille. Du würdest keine 10 Sekunden überleben. Jetzt war ich es, der Marco wütend anstarrte. Du willst also lieber hier versauern und warten, dass vielleicht einer der Ärzte zufällig hier vorbeikommt und du hier rauskommst? Nun schien Marcos Geduld mit mir endgültig am Ende zu sein, denn er packte mich am Kragen und presste mich gegen die Tür. Hör mir zu, du kleiner Wichser! Wenn ich in deiner Stellung wäre, würde ich nicht so die Klappe aufreißen. Wenn du unbedingt sterben willst, dann verpiss dich doch, zischte er. Ich hatte die Schnauze voll. Ich kannte diesen Typen gerade einmal 5 Minuten lang und er war schon kurz davor gewesen, mich zu töten. Ohne ein weiteres Wort öffnete ich die Tür und ging in die Dunkelheit des Ganges, der vor mir lag. Jetzt ist er weg, sagte Sinnet. Er schaute Marco halb fragend, halb vorwurfsvoll an. Marco bemerkte dies und sagte wütend, er hat es provoziert. Sinnet legte den Kopf schief und sagte, du weißt schon, dass du gerade auf dem Niveau eines Grundschülers gehandelt und geantwortet hast. Marco funkelte Sinnet an. Bitte, halt die Klappe! Was überhaupt mit dir, Lucille? Lucille hatte die gesamte Situation schweigend beobachtet und auch jetzt sagte sie nichts. Marco verdrehte die Augen, kommunikativ wie immer. Sinnet sah die beiden an und sagte schließlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, doch ich gehe ihn jetzt suchen. Mit diesen Worten geht er auch aus dem Raum in den Gang hinein. Bei ihm. Ich schritt weiter durch die Dunkelheit des Ganges. Kein Geräusch war zu hören, außer meine Schritte. Mir war offen gesagt langweilig. Wo sind jetzt diese üblen Typen, von denen Marco sprach? Murmelte ich. Die Langeweile nahm stetig zu. Wenn Sinnet jetzt bei mir wäre, hätte ich wenigstens jemanden zum Reden. Was mit Lucille und Marco passierte, war mir herzlichst egal. Schließlich hatten beide versucht, beziehungsweise gedroht, mich umzubringen. Ich schritt also alleine und still durch die dunklen Gänge, ohne überhaupt zu wissen, wohin ich eigentlich ging. War meine Entscheidung vielleicht doch etwas überstürzt gewesen? Nein. Ich hatte nämlich einen Plan. Ich musste nur einen Doktor oder zumindest seine Schlüsselkarte finden und dann würde ich zu den anderen zurückgehen und wir kamen alle heraus. Ich lächelte bei dem Gedanken an Marcos Gesicht, wenn ich ihm später, grinsend und triumphierend, die Karte unter die Nase hielt. Ich fing unbewusst an, leise zu pfeifen. Ich glaubte, der Name der Melodie war London Bridge is Falling Down oder so ähnlich. Ich mochte die Melodie und fing an, lauter zu pfeifen. Das war ein Fehler. Ich spürte einen scharfen Luftzug und dann knallte mir ein schwerer Gegenstand auf den Hinterkopf. Na toll, du Vollidiot, schalt ich in mir selbst. Wie konnte ich auch glauben, dass ich ohne Zwischenfälle durch die Gänge einer Irrenanstalt laufen konnte? Ich wurde mittlerweile zum 2. Mal ohnmächtig. Erneut in einem Traum. Wisst ihr, ihr beiden, sagte ich zu den Leichen, die neben mir lagen. Mehrere Messerstiche zierten ihre Körper und ihre Kehlen waren komplett aufgeschlitzt.
Das Bett, auf dem sie lagen, war voll mit ihrem Blut. Es sah viel schöner aus als vorher, fand ich. Ich habe euch schon immer dafür gehasst, dass ihr mich und meinen Bruder so behandelt habt. Ihr hattet das hier eigentlich nicht verdient. Mit diesen Worten verließ ich den Raum und ging in das kleine Gästebad. Mein Gesicht war voller Blut und meine Hände auch. Ich drehte den Wasserhahn auf und wusch mir die Hände und das Gesicht. Als ich die Hände vom Gesicht nahm, sah ich in den Spiegel. Ein 15-jähriger Junge mit kurzen, roten Haaren grinste mir entgegen. Mein weißes Hemd war mit Blutspritzern bedeckt und mein schwarzes Shirt fühlte sich auch etwas feucht an. Meine Haut sah sehr blass aus, doch das tat sie immer. Mein auffälligstes Merkmal waren allerdings meine Augen. Das linke war blutrot, das rechte dunkelbraun. Ich fand das schön. Pfeifend ging ich zurück in das Schlafzimmer, als ich eine vertraute Stimme hinter mir hörte. »Was machst du da?« Aufgewacht. Mein Schädel brummte, als ich wieder mal meine Augen aufschlug. Ich blickte an eine graue Betondecke und lag wohl auf einem Bettgestell, auf das man einfach eine dünne Matratze geworfen hatte. Die Kühle hatte merklich zugenommen und ich richtete mich auf und schlang meine Arme um meinen Körper aus natürlicher Reaktion. Als ich mich also gerade aufrichtete und nach vorne sah, erschrak ich. Vor mir saß auf einem Metallstuhl ein Mädchen mit langen, schwarzen Haaren und gelben Augen, welches mich geduldig anschaute. Sie trug komplett weiße Kleidung. In ihrem Schoß lag ein großes Bleirohr, welches sie mir wohl über den Schädel gezogen hatte. »Hatte sie mich etwa entführt?« »Erst wach«, sagte sie mit einer lupenreinen Stimme, die mich sofort ein wenig beruhigte. »Doch mit wem sprach sie?« Ich fand diese Situation recht surreal, doch ich hatte in meiner kurzen Zeit hier schon Schlimmeres erlebt. Da hörte ich das Mädchen sagen, »Ich heiße Sana Tsukete. Und du?« »Oh, wie ich diese Frage hasste.« So antwortete ich wieder einmal. »Ich weiß nicht,